Ja, ich hab's euch versprochen, es ist wieder sonnig, deswegen... Tada! Hier ist mein Arm, ihr seht, ich habe um meinen normalen Tattoo Right Shoot Edit Repeat Schriftzug so ein richtig schönes Henna-Muster drumherum. Und am anderen Arm habe ich hier noch draufgeschrieben, Vlog Every Day. Ha. Hier im Garten wachsen übrigens Papaya. Was wächst hier noch so alles? Das hier ist Supporter, kannst du auch diese Früchte hier sehen, guck mal. Und Mango? Mango, wir suchen hier, beide Bäume sind gemischt hier, die waren nebenbei. Wir haben dort gesehen. Kennst du von hier? Eine klitzekleine Mango. Die ist definitiv außer Reichweite. Weißt du, was ich da mal sage? Mango. Ich sag da, knapp daneben ist auch vorbei. Aber theoretisch mit einem Mango. Mit einem Selfie-Stick ist keine dumme Idee eigentlich. Ja. Yes. Yeah. Ja, wow! Hier ist eine gelbe. Und hier ist eine grüne. Tada! Ich hab eine Mango. Siehst du das, wie sehr das nach Mango riecht? Einfach? Siehst du das, wie scheiße der Aquafokus ist? Die sehen schon geil aus, ne? Alles klar, ich würde sagen, wir fangen mal mit der kleinen Süßen an. Ich glaube, ich hätte noch nie so eine kleine Mango. Aber die wirft, Alter. Mini. Wie eine ganz normale Mango, nur deutlich kleiner. Schmeckt das nach Mango? Das Fleisch schon. Die Schale. Die Schale ist sehr sauer. Das ist noch nicht reif. Das ist noch überhaupt nicht. Willst du auch mal? Sau macht lustig. Ja. Ah. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine unreife Mango gesehen. Ja. Aber ihr müsst es euch vorstellen, es ist wie normale Mango, nur sehr, sehr stark mit Zitronensaft versetzt. Also es ist wirklich, es schmeckt nicht unreif, sondern nur extrem sauer. Aber egal. Ich bin badass. Die Jungs unterrichten jetzt, nicht nur Jungs, aber die Mädels auch. Also wir? Ja. Wir machen jetzt Unterricht. Ja. Valentin, unterrichten wir Schokoladenkunde? Ja, ich denke, wir haben... Die reichen Europäer bringen Schokolade mit. Ist ein voll klischeehaft. Ja, das ist so das Schöne. Wenn man Europäer ist, muss man nämlich gar keinen Unterricht vorbereiten. Man kann einfach Schokolade mitbringen und dann passt das schon. Namaste. Hallo. Das ist ja ganz genau wie gestern. Wir versuchen jetzt mal eine Runde, wer hat Angst vorm weißen Mann zu spielen. Mal schauen, ob es klappt. So ein richtiger Valentin Möller. Bla 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 bla. Bye Goat. Oh, guckt euch den richtigen Badass an. Auf dem Bike am Start. Lass uns mal auf dein. Lass uns fahren mal für eine Runde. Wir darf fahren, ja. Da gehen wir schnell zwei Flaschen Mangosaft. Okay? Nee, du kannst doch selbst fahren. Hier. Ja? Ja, wieso nicht? Valentin und ich sind jetzt aber erstmal noch mal auf einer kleinen Mission, denn heute ist nun mal leider unser letzter Tag in, wie heißt das Dorf hier? Nasipatnam, genau, Nasipatnam bei Visakhapatnam. Und heute Abend werden wir wahrscheinlich mit einem großen indischen Zug, so ein Pisser, Alter, richtiger Angeber mit seinem Motorrad hier am Start.
fahr mich mal ein bisschen vor. Warte. Wow. Halt dich fest. Wow. Halt dich fest, Bro. Wow. Wow. Ich bin noch nie in meinem Leben Motorrad gefahren. Ich schweige den Hinten drauf. Und jetzt wäre ich in Indien ohne Helm. Willst du mich verarschen, Alter? Ey, du bist auch mein erster Passagier auf dem Motorrad. Immer so. Now we can't remember shit, Alzheimer's. Burn so many joints, you think I was arthritis. Better call Midas. Cause you won't get a break from me. You're gonna lay up, so it's mine. So I'll take the three late night. Let him in, dormant, let him in. Send him up, get it in, run it back, Edelman. And that's why I don't fuck with Tinder, man. Cause one screenshot, then it's up on Instagram. Damn. Kann schon fahren, übertreib mich so. Bock doch, oder? Ja, es bockt enorm. Warte, soll ich nochmal dann ruhig? Ich will auch nicht sterben unbedingt. Nein, 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 ich auch nicht. Ja. Wow. Ja, so ist erstmal Top Speed für mein Herz. Fängst volle Lift? No problem, ne? Alter, das ist so nice, ne? Übelst geil, oder? Ich muss gleich auch nochmal eine Runde fahren. Aber erstmal, hast du schon gekauft? Ja. Okay, okay, okay. Dann lass mal noch kurz zu Ende erzählen, was wir eigentlich hier vorhatten. Also, bevor Philipp auf seinem fetten Bike hier angeritten gekommen ist, was übrigens das Motorrad von Vinir ist, wollten wir eigentlich erklären, dass wir heute Abend noch nach Hyderabad fahren, ne? Hyderabad. Genau, nach Hyderabad mit einem indischen Zug. Das wird ein richtig fettes Abenteuer. Und um das zu überleben, haben wir noch ein bisschen was von unserem Lieblingssaft gekauft, beziehungsweise hat Valentin das jetzt einfach so gemacht. Zeig mal her, was das für ein Zeug ist. Ich habe größere Flaschen gekauft. Ja. Als vorher. Hier, lass uns. Wow. 1,5 Liter, 1,2 Liter. 4 mal 1,2 Liter. Mangosaft. Alter, nicht schlecht. Was geht ab? Richtig geil. Also, falls meine Mutter es sieht, tut mir leid, aber ich muss doch den Motorradführerschein zu Ende machen. Vinil. Kann ich nachher mal versuchen, selber das zu fahren? Ja, ja. Ich muss aber sagen, ich habe es noch nie gemacht. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich will es aber probieren. Aber wenn du das nicht runterfallst, ist, okay, ist alles in Ordnung. Du kannst versuchen. Und was, wenn ich runterfall? Dann ist nicht so gut. Scheißegal, dann kaufst du einfach ein neues. 10 Rupien. Oh. Es sind 10 Rupien. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ich so eine behinderte GoPro auf dem Kopf habe. Und die Antwort ist ganz einfach. Ich fahre jetzt hier zum allerersten Mal in meinem Leben auf einem Motorrad. Ich habe keinen Motorradführerschein, aber in Indien kann man das natürlich schon mal bringen. Mir wurde gerade schon alles erklärt, was ich beachten muss. Und ich hoffe jetzt einfach nur, dass ich dieses schöne Stück von Vinyl nicht kaputt mache und auch selber nicht drauf gehe. Und ja, als allererstes mache ich mal an, ne? Ja. Man muss erst den Schlüssel drehen, ne? Und Kupplung ziehen. Kupplung ziehen und an. Wie fühlst du dich? Ja, ganz, mag das gut. Aber fahr doch immer mit echter Gang. Und Hast du nicht Angst, dass jemand dein Motorrad fährt, der noch nie Motorrad gefahren ist? Ja, aber er hat gesagt, er mag diese Brake, aber ich weiß nicht, was Brake ist. Bremse. Ja, Bremse. Und dann hat er gesagt, er mag beide Füße. Wird schon klappen. Wall Street, Wall Street. Wall Street, now my stock rising, got the eyes on me. Wall Street, motherfucker. Shit. Scheiße, Mann. Alles okay? Alles okay? Ja, die Bike geht zurück, keine Sorge. Wow, das war krass. Und ich hab's nur einmal gecrashed. Ich glaube aber, dass nichts passiert ist. Sorry. Alter, ich muss schon sagen, Motorradfahren macht ultra viel Mega, Spaß. Mega, oder? Ist richtig krass.
So herzlich. Aber es ist halt auch brutal gefährlich. Ja, das ist der Haken. Genau, ja, das Ding. Bevor ich jetzt hier das erste Mal selber Motorrad gefahren bin, also wirklich vor heute, saß ich nie auf einem Motorrad und bin gefahren. Weder selbst noch hinten drauf. Und davor das hatte ich schon erste die Meinung. Mal bei mir? Davor hatte ich schon die Meinung, okay, Motorradfahren macht ein bisschen Spaß, aber ist auch ein bisschen gefährlich. Und jetzt habe ich die Meinung, okay, Motorradfahren macht extrem viel Spaß, aber ist auch ultra gefährlich, Alter. Ja. Wenn da ein Fehler machst und du wegrutschst, du hast ja keine Chance mehr, ne? Ja, ist echt so. Ich glaube, bevor ich mit Motorradfahren anfange, hole ich mir erstmal einen Lamborghini. Mir ist gerade das Geilste passiert, was ihr euch vorstellen könnt. Hau raus. Ihr wisst doch, dass aus Prinzip lerne ich doch immer aus einer Sprache diesen einen, also meinen einen Lieblingssatz, ne? Ja. Auf Ukrainisch, Vajadochna Vajidna. Ich glaube, so spricht man es aus, ne? Ja. Ihre Tochter ist schwanger. Und ich wollte gerade fragen, was das hier auf Telugu heißt, ne? Und hab ihm zu ihm gesagt, your daughter's pregnant. Er so, thank you. Valentin, du kleiner Schlingel. Ich werde das Gefühl wohl nie los, dass ich nicht alles mit dabei habe. Wir sind mittlerweile beim Bahnhof angekommen und schaut mal, was da steht. Ein verbrannter Zug. Schauen wir mal rein. Hör mir doch auf. Alter. Der Boden ist ausgebrannt und alles, ne? Das ist echt krass. Guck mal da, die Fans an der Decke. Hier, verbranntes Klo. Alles am Arsch, ey. Das war einfach viel zu cool. Ich habe auch gerade einfach mal Vinyl gefragt, warum dieser Zug überhaupt verbrannt wurde. Und er hat gemeint, dass es aus Protesten gegenüber dem Kastensystem geschehen ist. Dass es da anscheinend privilegierte Leute gibt und die Leute, die nicht privilegiert sind, das nicht ganz so geil finden und dementsprechend den Zug einfach angezündet haben. Papa, it was an honor to meet you. You are a very clever girl. Boys? Deutschland Passreise! Ja! Yo! Was geht ab? Wir sind hier im indischsten Zug aller Zeiten angekommen. Es ist richtig, richtig geil. Und ich mach mal hier eine kleine Roomtour. Als allererstes haben wir hier natürlich unsere Editing Suite am Start, um den Vlog zu editen. Philipp ist auch schon voll im Hustle-Modus am Start. Da drüben sitzt Vinyl. Valentin liest gerade sehr schlau ein Buch. Zeig mal, wie der Gang aussieht. Das ist so geil. Also, das hier ist der Gang nach vorne. Man sieht ganz, ganz viele Stapel. Das hier ist der Gang nach hinten. Da sieht man, wer das gedacht hat, ganz, ganz viele schlafende Leute. Dann haben wir hier einen schlafenden Leut. Und das Witzige ist, also wir haben hier ein eigenes Abteil. Allerdings gibt es hier keine Abtrennung. Der einzige Grund, warum das hier als Abteil gilt, ist, weil hier halt so 6 Betten in einem gruppiert sind. Hier sind zwar nur 2 ausgeklappt bisher und zwar die 2 von den Mädels. Und hier sind halt nochmal 2 Betten. Das eine ist hier, das andere wird dann aus der Rückenlehne hochgeklappt. Oh ja, hier verbringen wir jetzt die ganze Nacht. Und ich freue mich schon auf dieses Abenteuer. Denn wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut und bis dahin. Ciao. Fuck dollars, I need commas. Fuck promise, I need progress. And nowadays I just rage, then I get the bill, hit the stage, then I get some K's like I'm pitching still. And I'ma win. You more like. Can you say what it says? Pommes Man. Pommes Man, that's right. Do you know Pommes Man? No. Pommes Man is so cool. He's the best. So I had to put the sticker on it.